So, dacht mal, okay, füttern wir hier mal rein. Füttern wir hier mal rein und schauen, wer sich hier alles blicken lässt. Okay, wir haben den männlichen Sayika, wir haben die Nanakara. Wir haben die Schneckenbuntbarsche, die bei den Schneckenhäusern hocken. Das Sayika-Weibchen ist da hinten irgendwo unter den Steinen in so einer Kokosnussschale. Die hat darin Eier, die traut sich die halbe Zeit nicht raus. Ja. Aber die wechseln sich ab. Also wenn das Männchen reingeht, ist das Weibchen draußen. Wenn das Weibchen drinnen ist, ist das Männchen draußen. Die Streifenhechtlinge. Habt ihr euch gerade gegenseitig krampft, weil ihr den gleichen Dreckfutzel fressen wolltet und dann war er sagt, ne, ist Dreck. Schneckenbuntbarschmännchen, das Großbrot, zu dem man das da alles kontrollieren muss. Ja, sehr schön. Ich fütter ja grundsätzlich so zwei, dreimal am Tag. Immer so kleinere Portionen und nicht einmal auf einmal, weil sonst fressen die sich immer ins Koma, wie die Idioten. Ah, das Weibchen kommt. Weißt du, Madame, bis du rauskommst, ist schon alles weg. Aber bevor das Licht ausgeht, eine Stunde bevor das Licht ausgeht, gibt es hier nochmal was. Dann hast du mehr Glück. Grundsätzlich würde jetzt wieder irgend so ein oberschlauer Aquarium-Fuzzi ankommen. Das geht so nicht. Das passt nicht zusammen. Diese vielgestreiften Schneckenbuntbarsche kommen aus dem Tanganyika-See in Afrika und die Sayika und die Nanakara kommen aus Amerika. Den Schneckenbuntbarschen ist, glaube ich, alles an Wasser egal. Ohne Scheiß, ich glaube, denen ist wirklich alles egal. Ich habe die schon im Wasser gesehen, in Aquarien gesehen, wo die in Schneckenhäusern Junge bekommen haben, wo das Wasser, glaube ich, 180 Grad das Gegenteil war von dem, was sie eigentlich brauchen würden. Und dann wäre ja Papa, Mann schaut Frau an. Papa und Mama sind sie ja in dem Sinne noch nicht, sie haben ja erst Eier. Und das passt nicht zusammen und blä 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 blä. Die Nanakara haben schon mal Junge bekommen, die Sayika haben jetzt bald Junge, die haben letztes Mal auch abgeleicht, die Bitterlingsbarben haben abgeleicht, die Querbandhechtlinge haben da oben im Gebüsch abgeleicht. Dann denke ich mir, so schlimm kann es nicht sein, wenn die alle Eier legen. Keiner davon ist krank, keiner davon ist Ding. Ja, und jetzt, wenn die Sayika dann Junge haben, dann werden die auf alle anderen Fische aggressiv sein. Ja, dann sollen sie. In der Natur sind die Viecher auch immer aufeinander aggressiv und bissig zueinander. Da kommen damit schon klar. Besonders, weil ich wieder, dass ich weißen werde, dass die Schneckenbuntbarsche die größten Bruträuber des Planeten Erde wieder sind, weil sie hinterlistig in ihren Schneckenhäusern hucken. Und wenn da die Sayika-Mama und Papa kurz weggucken, dann kommen sie aus dem Schneckenhaus, ich fress deine Jungen. Und dann kommt der Sayika, jagt ihn einmal durchs Aquarium und dann verschwindet er wieder in ein Schneckenhaus. So blöd sind die Viecher nicht. Besonders, weil auch diese Funkensalmler, Feuersalmler, auch immer so extreme Bruträuber sind. Die Leute unterschätzen, wie schnell so ein Salmler in so einen Jungfischschwarm reinschwimmen kann, drei, vier Jungfische in sich reinstülpt und schon wieder abhaut.
Grundsätzlich ist ja zurzeit so, diese Yika besetzen hier diese Flecke, weil sie da hinten Nest haben. Das dominante Bärchen Nanakara hat da hinten ihre Ecke. Die Schneckenbuntbarsche haben hier und hier ihre Ecke. Und wenn man das so anschaut, ist das mehr als genug für die. Die Funkensalmler oder eben Feuersalmler oder wie auch immer die man die nennt, die sind jetzt auch schon alt in dem Sinne, wenn die mal sterben oder jetzt nicht mehr so lange machen, dann ist es halt so. Ich meine, viele Leute, die älteren Videos kennen noch, die sind damals noch mit den Leuchtaugenfischen zusammen gewesen. Die Leuchtaugenfische werden ja nur 2-3 Jahre alt oder sowas. Die Funkensalmel, also die Salmel älter und dann leben sie halt so. Und wenn die einmal gestorben sind an Altersschwäche oder sonst was, dann kommen halt auch keine mehr nach. Ich habe auch letztens keine mehr nachgehabt, besonders weil ich immer denke, das eine da ist ein Mutterschiff, Alter, das ist so fett. Und die anderen sind so klein geblieben, das ist sich alles Männchen, Alter. Das ist Männchen, das ist Männchen, das ist Männchen, hundertprozentig. Weil die waren alle gleich groß, wo ich sie gekauft habe. Die Schneckenbuntbarsche habe ich deswegen hier reingesetzt, einfach, dass da mal ein bisschen hier Leben reinkommt. Die Nanakara, Höhlenbrüter. Die Saika, Höhlenbrüter. Und die restliche Fläche war immer leer, weil niemand dort leben wollte, weil da sind ja keine Höhlen. Außerdem verhindern die Schneckenbuntbarsche mit ihrer Anwesenheit hier und hier, dass die Nanakara sich immer um dieses Arschlochloch hier streiten. Und wenn Leute anfangen mit, ja, Nanakara sind, in, wenn sie Junge haben, bissig, sind Schneckenbuntbarsche auch. Die Saika sind bissig, wenn sie Junge haben, ja, sind Schneckenbuntbarsche auch, sind Nanakara auch. Selbst Fadenfische, also Guramis, wie man sie ja im Englischen nennt, auch die sind äußerst aggressiv und kampflustig, wenn sie ein Nest haben, wo sie Eier drin haben. Die Leute, wisst ihr, welche Fische bissig sind? Zum Beispiel Salvinsbuntbarsche, weil selbst wenn die keine Jungen haben, sind die aggressiv und bissig gegen andere Fische. Während solange die keine Junge haben, du siehst den Saika so gut wie nie irgendeinen anderen Fisch jagen. Du siehst auch die Nanakara irgendwie nie einen anderen Fisch jagen. Außer sie haben wie jetzt Eier oder Junge wo, dann haben die ihre Fläche, wo eben niemand sonst hingehen darf. Aber anderweitig ist es nicht. Außerdem finde ich die beiden sehr hübsch. Außerdem mag ich Saikas wegen ihrer blauen Augen. Du wirst schon wieder herausfinden, wie nah du zu bekannst, bevor du einen Dresche kriegst, nicht wahr? Natürlich. Er hat ja auch blaue Augen, aber die Saika, ihre Augen strahlen mehr. Das ist ja das unterwürfige Männchen, das ist das dominante Männchen. Ja, eskalier! Hab halt deine 5 Minuten. Hoffen wir, es kriegen deine Kinder nicht deine 5 Minuten. Hoffentlich vererbst du denen was Anständiges. Achso, du hast einen Blutegel gefunden. Freu dich drüber, friss ein Stück dran. Eskalation, Alter. Er kommt aus deinem Maul raus, schluck ihn oder spuck's aus. Ich kann das nicht, wir können so nicht leben, wenn mich dein Essen ansieht. Ja, du da wieder austesten. Wie nah darf ich ran? Als würden die Viecher das spüren. Oh mein Gott, da sind Junge oder Eier drin. Oh mein Gott, jetzt muss ich extra dran rumschwören. Weil unmöglich, dass der weiß, dass hier Eier drinnen sind oder Junge. Schneckenbuntbarsch probiert sein Glück wieder den Saika zum Ärgern. Spricht man das überhaupt so aus? Saika? Sachika? Sachia? Keine Ahnung. Ich habe immer ewig Saika dazu gesagt, weil den ersten, wo ich mit mein erstes Bärchen von jemandem gekauft hat, hat gesagt, die heißen Saika. Sachika, Saika, Buntbarsche. Ich find's auch cool, dass ich zwar ein Männchen habe mit zwei Weibchen,
aber nur das eine Weibchen hier sein darf. Das andere Weibchen geht ja nicht einmal da zu den Schneckenhäusern. Nein, die ist immer diese obdachlose Aussätzige und schwimmt hier irgendwo rum oder da hinten und versucht sich in Sand einzugraben, weil keine Ahnung, warum das Weibchen nicht akzeptiert, dass das andere neben ist. Das ist das unterwürfige Weibchen, das ist das dominante Weibchen. Ich finde es halt so witzig auch, dass das unterwürfige Weibchen das unterwürfige Männchen als Paten ausgewählt hat, schon von Anfang an. Das dominante Weibchen, das dominante Männchen. Und dann hast du immer diese komische Bärchenerei, weil er auch immer das unterwürfige Weibchen jagt. Und die jagen sich wieder, haben wieder ihre 5 Minuten, weil das ist ein Männchen, das hat da irgendwo sein Revier bei der Pflanze und dann leichen die dann da wieder ab und dann denkst du, oh mein Gott, leicht halt 50 Billiarden Eier. Und zu diesem Revier bei der Pflanze darf dann keine andere Bitterlingsbarbe hingehen. Die einzigen ruhigen sind diese Streifenhechtlinge, weil irgendwie, wie soll ich sagen, interessiert die am meisten gar nichts. Also es gibt Fressen, weil sonst sitzen die immer nur hier an der Oberfläche und dümpeln herum. Wisst ihr eigentlich, was das Traurige ist? Die traurige Realität ist? Ich will dir wegschwimmen, sonst gibt's Prügel. Bitte, mein Weibchen, sag nicht, dass du jetzt in der Kokosnussschale leichen willst. Ausgerechnet so, dass dein Nest hier ist und das Yika-Nest 5 cm weiter drüben, dass ihr euch gegenseitig angiften könnt. Du hast deine Jungen zu nahe an meine Jungen, ich hasse dich. Tiere. Und dann, ich atme, weil sicher den scheiß Blutegel jetzt zerschluckt hat, Alter, und jetzt irgendwo halber in die Goschen hängen blieben ist. Hier ist eine Muschel. Schauen, ob man das so sieht. Das ist eine braune Körbchenmuschel, das sollte irgendwo eine zweite sein. Keine Ahnung, wo sich das Teil eingegraben hat. Ich muss ja zugeben, dein Weibchen ist schöner als du. Ich fand es auch sehr cool, die waren in so einem Schauaquarium, also in so einem Kaufaquarium. Das halt, ihr wisst ja, viele Leute wissen, kennen sich ja aus, die schon mal in einem Aquariumgeschäft war, das war halt nur vielleicht so groß, 20 cm oder so. Da waren 15 oder 20 Saika drinnen und die beiden hatten alles und die ganzen restlichen Saika sind alle in einer Ecke gewesen, like, die sind brutal zu uns. Und dann habe ich sie genommen. Einfach, weil sie erstens hübsch sind und zweitens das hundertprozentig ein Bärchen war, weil eben die schon gemeinsam alle anderen vertrieben haben und so weiter und so fort. Weil sonst ist das immer in meinen Augen so eine Scheißerei bei diesen Fischen, wenn du ein Männchen und ein Weibchen zwar weißt, das ist ein Männchen, das ist ein Weibchen, und dann mag das Männchen nicht das Weibchen, das du ausgewählt hast und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da waren 15 Fische plus minus in dem Becken und von diesen 15 Fischen haben sich diese beiden gefunden von alleine. Dann habe ich, wie gesagt, okay, das ist ein Bärchen, die haben sich von selbst gefunden. Da tue nicht ich zwischenrein pfuschen, du musst das Weibchen nehmen, das ich dir aussuche und du Weibchen musst das Männchen nehmen, das ich dir aussuche. Nein, die haben sich selbst gefunden. Deswegen, seit sie hier drinnen sind, harmonieren sie auch so schön miteinander. Ist nichts wieder gefunden. Sind immer irgendein Dreck fressen? So ein asoziales Viech. Ja? Das ist asozial. Dreck fressen. Ja, immer da unter der Wurzel, unter dem Rinde steht und schaut. Beobachtet alles so genau. Mhm. 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 Ja, genau. Mhm. Muss ich sagen. Sind so lange schon hier drin, also die waren noch, wo das Becken kleiner waren, hier drin und noch nie ist einer rausgesprungen mit dieser Panik. Ich kann rausspringen. Oh.
Ja, warum sollte er rausspringen? In meinen Augen ist immer, Fische springen raus aus einem Aquarium, wenn sie das Aquarium scheiße finden. Natürlich kann mal passieren, dass solche Fische eine Fliege oder was sehen und die versuchen zu fangen und raus dann springen. Wenn ich sonst nichts isst und ein Fisch springt aus einem Aquarium, dann würde ich mal sagen, ich glaube, dem Viech hat dem Aquarium nicht gefallen. Weil warum sollte er sonst rausspringen? Hinten wieder das soziale Schneckenbuntbarschweibchen, das gerade zu Hause hat. Eins muss ich offen und ehrlich sagen, diese Vielstreifen-Schneckenbuntbarsche, es gibt ja noch eine ähnliche Art, das ist so ein breit gestreifter Schneckenbuntbarsche, das sieht hundertprozentig gleich aus, der hat nur dickere Streifen. Sind, glaube ich, die chillsten Viecher der Welt. Ich glaube, die kannst du mit allem und jedem vergesellschaften und zusammensetzen und so weiter. Und die kommen mit alles und jedem klar. Weil wenn ihnen mal was nicht passt, anstatt sich groß zum Prügeln oder sowas, verschwinden sie halt in ihr Schneckenhaus. Die sind auch von Natur aus nicht sonderlich aggressiv, also die jagen nicht wirklich. Alter, ihr zwei da hinten, du gelber Vollpfosten, dann geh halt weg, schwimm halt nach hinten. Er wird vom anderen Männchen gejagt und anstatt er nach links oder rechts nach hinten verschwindet, nein, ich muss da vorne sein, ich muss Luft holen, ich muss genau hier Luft holen, genau in deinem Revier, nein, es jagt mich. Das war ein Vollidiot zeitweise. Ja, dann wird er wieder vom Weibchen bissen. Du weißt, dass ein Männchen Noob ist, Alter, wenn er sogar vom Weibchen schon Prügel kriegt. Jetzt kommt das Männchen wieder. Das ist der, er könnte ja auch jetzt in Anführungszeichen, weil er Panik hat, weil das Männchen ihn jagt, rausspringen und dann aus dem Aquarium dabei hüpfen. Tut er aber auch nicht. Er dreht immer vorhin ab und schwimmt dann weg. Und die Rubinbärblinge, die sind auch sehr bekannt dafür, dass sie springen. Also wenn sie über diese 1,5 cm Scheibe nicht drüber springen können. Wie gesagt, Fische springen sicher aus einem Aquarium, weil ihnen was nicht passt. Weil die jagen sich, wie gesagt, auch oft gegeneinander. Gleiche wie diese Bitterlingsbärblinge. Die jagen sich auch zeitweise ununterbrochen durch die Gegend. Ohne ersichtlichen Grund. Und da ist auch noch keiner gesprungen. Was ich halt so faszinierend finde, das sage ich offen und ehrlich, ist, weil ich das die letzten Tage wieder hatte, bei Menschen hast du oft Frauen, aber auch Männer, die sich aufregen über das Verhalten von Männern. Das typische, Männer sind dümmlich, dumm und haben eine plumpe Anmache, alias magst du ficken oder sowas, und dann stören sich Leute daran und dann denke ich mir, es sind doch die Frauen schuld. Das ist jetzt, was du gesagt hast, gerade sehr sexistisch gesagt. Wie kannst du Frauen daran die Schuld geben? Ganz einfach, weil bei jedem Lebewesen auf unserem Planeten das Weibchen, also das weibliche Gegenstück, bestimmt, welches Männchen sich fortpflanzen darf. Und bei Schneckenbuntbarschen haben die Weibchen eben eine gewisse Präferenz. Das Männchen muss eine Menge Schneckenhäuser für sich beanspruchen. Dann habe ich mit dir Junge. Wenn das Männchen das nicht macht oder hat, hast du Pech gehabt. Dann stirbst du, ohne dich fortzupflanzen. Bei, keine Ahnung, bei Vögeln pflanzt sich das Männchen nur fort, wenn es super gut singen kann, das Revier verteidigen kann und ein tolles Nest baut. Bei Bachforellen oder bei Lachsen pflanzen sich nur die Männchen fort, die sich gegen andere Männchen durchsetzen können. Aber wie gesagt, alle Weibchen bei diesen Tieren haben eine Präferenz und bestimmen somit, dass eben nur die guten, tollen und vorwiegend gut aussehenden Männchen, je nach Art, sich fortpflanzen und Nachkommen zeugen.
Und na klar, wenn's bei Menschen ein Mann stockbesoffen ist und dann sagt, magst du ficken? Und die Frau besoffen ist und sich dann ficken lässt und danach auch vielleicht noch schwanger ist, dann hast du gerade damit den Grundstein dafür gelegt, dass genau sowas präferenziert wird. Dummheit und Unintelligenz. Weil du gerade einen dummen, unintelligenten Menschen mit einer plumpen, nichtsnutzigen Ansage es gewährleistet hat, sich fortzupflanzen. Und ja, solche Sachen, ohne offen und ehrlich gesagt, weil die Leute dann wieder sagen, das kannst du ja nicht so sagen oder so, doch, das ist alles genetisch veranlagt. Jeder Scheiß, den du machst, ist im Großen und Ganzen genetisch veranlagt. Du hast zwar zeitweise auch bei den Tieren so Änderungen in dieser Veranlagung. Sprich, sagen wir, du hast jetzt Schneckenbuntbarsche. Ne? Männchen sammelt Schneckenhäuser. Und die Schneckenhäuser sehen halt so aus. So. Und bei den 100 Weibchen, die zur Welt kommen, hast du ein Weibchen dabei. 99 Weibchen nehmen halt Schneckenhäuser. Und sagen wir, du hast 99 Weibchen, 100 Weibchen, 100 Männchen und 99 Männchen und 99 Weibchen haben halt die Präferenz, Schneckenhäuser zu sammeln. Und sagen wir jetzt, eins von diesen Männchen hat die Präferenz, ich sammle nur solche Schneckenhäuser, diese länglichen, nur diese. Ich sammle sonst keine Schneckenhäuser, sondern nur diese. Das wird natürlich weniger Schneckenhäuser haben, weil vielleicht in dem See nur fast nur Schnecken leben mit solchen Häusern und kaum welche mit solchen. Und dieses Männchen würde dann aussterben, weil es kaum oder gar keine Weibchen bekommt, wegen des. Aber jetzt sagen wir, du hast eben auch ein Weibchen dabei, das solche Schneckenhäuser scheiße findet, sondern nur solche Schneckenhäuser will. Und dieses Männchen und dieses Weibchen pflanzen sich dann fort und die Chance ist sehr, sehr hoch, dass ihre Präferenz und seine Präferenz an ihren Jungen weitergegeben werden. Jetzt sagen wir, die haben 50 Junge und davon haben 40 die natürliche Präferenz, alles zu mögen, aber 10 davon haben wieder die Präferenz, nur solche Schneckenhäuser zu mögen. Das gleiche ist bei Fisch, bei anderen Tieren. Vielleicht mag ein Starweibchen lieber ein Männchen, das reden kann oder bellt wie ein Hund und nicht einfach nur Vogelstimmen imitiert. Und vielleicht hast du bei einer Kreuzotter ein Weibchen, das sich lieber mit einem Männchen paart, das schwarz ist und nicht eins, was ein schwarz-weiß ist und so weiter. Und wenn das sehr schnell und sehr oft und so weiter geht, ist es nicht selten, dass dann eben durch diese Sachen neue Art entsteht, die sich dann eben so weit von der anderen Art entfernt, dass eben irgendwann bei dieser Art nur mehr Junge zur Welt kommen, die diese eigenständige Präferenz besitzen. Und wie gesagt, das ist bei Menschen auch so. Da bei Menschen aber offen und ehrlich gesagt einfach alles mit jedem fickt und jeder mit alles fickt und ohne Überlegen und ohne Ding mit allem und jedem Junge bekommt, brauchen wir uns als Menschen nicht wundern, warum du dann oft auf der Straße diese plumpe "Ey, geilen Arsch, magst du ficken?" oder so bekommst und dann wundert man sich, ja, warum hast du keine Manieren? Nein, woher soll der Manieren haben? Es funktioniert ja. Weil, hä? Ist ja eigentlich schwer zum erklären, aber wenn man draufkommt und sich ein bisschen mit dieser Ökologie und wie solche Sachen mit Präferenzen und so erblich weitergegeben wird, auskennt, dann ergibt das plötzlich alles Sinn. Warum du plötzlich zum Beispiel, keine Ahnung, eine Barschart hast und sich plötzlich aus einer einzigen Barschart plötzlich zwei separate Gruppen entwickeln, wo die einen und die eine Barschart ist, sagen wir, so gefärbt wie diese Sajika und die andere Art ist komplett schwarz gefärbt
Und die separieren sich dann immer mehr, dass sich am Ende nur mehr schwarze Bärchen und so farbige Bärchen zusammenfinden. Aber nie mehr ein schwarzes mit einem normalfärbigen und und so weiter. Einfach weil sich dann mit der Zeit eine eigene Gruppe, eine eigene Unterart daraus rauskristallisiert. Zum Beispiel, was ist diese Schneckenbuntbarsche, sammeln Schneckenhäuser, was ist, wenn plötzlich ein Männchen oder ein Weibchen die Präferenz hat, ich mag keine Schneckenhäuser. Ich lebe lieber in so einem Gesteinsloch. Und das sich über Generationen so hält und sich immer mehr vermehrt und plötzlich hast du solche Schneckenbuntbarsche, die anstatt Schneckenhäuser in Steinlöchern wohnen. Und dann wird sich mit der Zeit nicht nur das ändern, also ich sammle keine Schneckenhäuser mehr, sondern ich lebe in den Steinlöchern, sondern irgendwann werden auch rausselektiert Tiere, die kleiner sind oder schlanker, um in Steinlöcher besser zu leben. Und dann entwickelt sich über die Generationen hinweg neue Gattungen, neue Arten. Und sie jagen sich schon wieder. Die haben sich auch immer zum liebend gerne, oder diese. Sie sind so wunderschön, aber solche Arschlöcher zueinander. Also dem dieses Weibchen, Alter. Das sind Wildguppis. Und dann und wann wirklich kommt ein Weibchen auf die Welt, das eben so eine bunte Schwanzflosse hat. Also sie hat nicht... Ja, kannst du ihn mal in Ruhe lassen? Er hat nur hingeschaut. Er darf mir Hallo sagen. Das ist sicher ein Männchen. Das ist sicher ein Weibchen. Die anderen... Keine Ahnung. Ich glaube sowieso, das sind drei Männchen und ein Weibchen. Seine, das ist nur eins fett. Und das ist sicher ein Weibchen. So fett wie es ist. Ich finde das stylisch, wie die Pflanze nur an den Spitzen hier den totalen Algenpelz hat. Da unten, wo es, obwohl es ebenso hell ist, nicht. Und die Pflanze, obwohl sie voll veralgt ist, trotzdem wächst und gedeiht wie nix. Seltsam alles. Das müssen wir wieder zurückschneiden, weil das uns alles überwuchert. Dann hast du hier diese Ohrgitterwälse oder, ja. Da habe ich letztes Mal, weil es noch zwei übrig waren im Aquariumgeschäft, noch zwei dazu gekauft. Und da ist noch einer. Und da irgendwo ist noch einer. Jetzt sind sie zu dritt. Und der so lange alleine war, ist jetzt trotzdem lieber alleine. Und denkt so, okay, dann sei halt alleine, Kruzifix. Ich wollte dir eine Freude machen. Mir ist gerade aufgefallen, wenn ich hier das große Becken dann hinstelle, dann kann ich es bei dem Becken sowieso nur mehr von derer Seite hinschauen. Okay, da ein bisschen. Da ein bisschen und hier, weil da dann auch das andere Becken dran steht. Stört mich dann aber auch irgendwie nicht sonderlich. Keine Ahnung, es gibt ja Leute, denen stört das so sehr, dann denke ich mir, warum? Dann sehe ich halt das Becken nur so. Das Wichtigste für mich war halt, dass die Becken spiegeln. Hier und hier, dass ich die Fische von dem Aquarium, die nicht sehen und die nicht die sehen. Das ist wichtig. So schön spiegeln. Ah, naja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.